Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich einige Vorüberlegungen anstellen, die uns zu HTML hinführen, der Hypertext Markup Language, der Beschreibungssprache, mit der man Webseiten erstellt. Bei HTML handelt es sich um eine sogenannte Markup Language, zu Deutsch Auszeichnungssprache. Hier möchte ich zunächst einmal motivieren, warum wir uns mit so etwas auseinandersetzen, warum so etwas nötig oder zumindest sinnvoll ist. Schauen wir uns beispielsweise ein ganz normales Word-Dokument an. Wir sehen hier ein solches zugegebenermaßen sehr kleines Word-Dokument, das einfach nur aus den Worten »Mein erstes Word-Dokument« und den beiden Sätzen »Er hörte leise Schritte hinter sich, das bedeutete nichts Gutes« besteht. Literarisch ist das nun nicht sehr anspruchsvoll, aber es ist ein sehr kurzer Text, den wir so schreiben könnten. Jetzt haben wir im Zusammenhang mit der Kodierung schon besprochen, dass bei der Textkodierung jeder Buchstabe einzeln kodiert werden würde. Wenn wir aber dieses Dokument nun anschauen, stellen wir fest, dass das Dokument ja gar nicht nur aus Buchstaben besteht, sondern eigentlich viel mehr enthält. Die ersten Worte sind beispielsweise in größer geschrieben und in einer anderen Farbe gesetzt. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine Überschrift, wie wir als Leser, als Menschen sofort erkennen. Und irgendwie muss das natürlich auch in der Maschine so gespeichert sein, denn sonst würde dieses Word-Dokument ja nicht in dieser Form angezeigt werden. Auch der Absatz, der dann als nächstes kommt, enthält ein paar Besonderheiten, die aber erst einmal nicht als Zeichen sichtbar sind, die also erst einmal gar nicht unmittelbar zum Text gehören, könnte man meinen. Aber irgendwie gehören sie schon dazu. Dass die Worte »leise Schritte« beispielsweise kursiv gesetzt sind und die Worte »nichts Gutes« fett gesetzt, muss hier irgendwo festgelegt werden bzw. worden sein. Bei diesen Dingen handelt es sich um sogenannte Auszeichnungen. Das Kursive und das Fette beispielsweise sind solche Auszeichnungen und auch, dass etwas eine Überschrift ist und etwas anderes ein normaler Absatz ist. Auch das sind Auszeichnungen. Es gibt noch viel mehr Auszeichnungen und wir wissen wohl alle, dass wir diese über die Menüleiste oder die Toolbar, die oben in Word angezeigt wird, festlegen können. Dort können wir auswählen, ob wir zum Beispiel etwas fett oder kursiv machen oder ob wir etwas mit einem bestimmten Absatzformat versehen, etwas als Überschrift oder Aufzählung setzen oder was auch immer. Wir haben da also ganz viele Möglichkeiten und alles das ist nichts, was wir unmittelbar mit den Buchstaben kodieren könnten, die Bestandteil unseres Texts sind. Mit der ASCII-Kodierung für einfachen Text, die wir uns neulich angeguckt haben, kommen wir hier also nicht so recht weiter. Oder doch? In der Tat reicht sie uns tatsächlich aus, aber nicht auf der ganz einfachen Ebene, die wir bislang betrachtet haben. Man muss sich ein paar Gedanken dazu machen, wie man solche Steuerzeichen in den eigentlichen Text einbringen kann, die dann solche Dinge festlegen wie hier beginnt jetzt eine Überschrift, hier endet die Überschrift, hier beginnt jetzt kursiver Text, hier endet das Kursive und so weiter. Wir wollen nun einmal hinter die Kulissen dieses Word-Dokuments schauen. Das ist eine Ansicht, die uns normalerweise verborgen bleibt, weil wir ein solches Dokument üblicherweise mit einer geeigneten Software öffnen, eben Word beispielsweise. Behandeln wir das Dokument hingegen wie eine ZIP-Datei und entpacken sie, dann finden wir dort eine Struktur bestehend aus einem Ordner mit einem Unterordner, in dem sich ein Dokument in einer anderen Markup-Language, einer Auszeichnungssprache namens XML, befindet. Wenn wir also nachgucken, was der Teddybär im Bauch hat, entdecken wir, dass ein Word-Dokument in seinem Bauch eine XML-Datei enthält. XML ist die sogenannte Extensible Markup Language, eine Auszeichnungssprache, wie gesagt, die sehr vielseitig ist und die man zu unterschiedlichsten Zwecken verwenden kann. Unter anderem kann man sie offenbar dazu verwenden, Word-Dokumente zu beschreiben. XML ist sehr eng mit HTML verwandt, das wir uns gleich ansehen werden. Es ist nicht dasselbe, HTML ist viel eingeschränkter als XML, aber für die Zwecke, die wir mit dem World Wide Web verfolgen, sehr gut geeignet. Eine solche XML-Datei, wie wir sie hier sehen, würden wir aus offensichtlichen Gründen niemals selber so schreiben wollen. Unsere HTML-Seiten hingegen werden wir selber schreiben wollen. Sie werden bei uns hier von Hand geklöppelt und wir benutzen dafür keine besonderen Tools wie Redaktionssysteme oder andere spezielle HTML-Tools, sondern ausschließlich ganz elementare Werkzeuge wie ein Texteditor. Auf diese Weise können wir das Handwerk von Grund auf erlernen. Trotzdem wollen wir uns dieses Dokument hier einmal genauer angucken, diese XML-Datei. Wir erkennen darin durchaus einige Dinge. Zum Beispiel stehen ganz am Anfang erst einmal die drei Buchstaben XML. Diese kennzeichnen, dass es sich hier eben um ein XML-Dokument handelt. Und das ist weniger für uns als Menschen, denn diese Ansicht, die wir gerade sehen, ist ja gar nicht für uns gedacht, sondern vielmehr für die Maschine. Eine Software, die jetzt dieses Dokument zu sehen bekäme, die diese Datei quasi von uns vorgesetzt bekäme, würde nun diese ersten drei Zeichen analysieren können und so feststellen, dass es sich hier um eine XML-Datei handelt. Dies ist standardisiert, also gewissermaßen wieder eine Art von Protokoll, wenn man so möchte. Hier spricht man aber eher von einem Standard als von einem Protokoll. Dann können wir weiterschauen und sehen zum Beispiel lauter Dinge, die in diesen spitzen Klammern stehen. Ganz am Anfang beispielsweise steht so etwas wie W:Dokument. Das W, so könnte man sich denken, hat vielleicht etwas mit Word zu tun. Wer weiß, wir könnten einer großen Sache auf der Spur sein. Das Wort Document dahinter gibt uns schon einen Hinweis darauf, dass es sich vielleicht hier wohl um ein Dokument handeln könnte. Und interessanterweise finden wir ganz am Ende der allerletzten Zeile noch einmal W:Dokument.
Die drei Punkte, die da in der drittletzten Zeile und auch an verschiedenen Stellen, anderen Stellen hier zu sehen sind, zeigen an, dass ich das Dokument gekürzt habe. Ich habe nicht die vollständige Datei hier abgebildet, da diese viel zu groß ist, um sie auf eine Folie zu packen. In Panda findet ihr sie aber und könnt auch selber einmal hineinschauen. Ganz am Ende dieser Datei sehen wir also noch einmal W:Document. Aber dieses Mal gibt es noch eine kleine Besonderheit. Vor dem W steht nämlich ein Schrägstrich. Und das wird etwas sein, das uns bei HTML wieder begegnen wird. Diese Schrägstriche kennzeichnen immer das Ende von etwas. Das heißt, ganz am Anfang, in der zweiten Zeile oben, beginnt das Dokument und unten in der letzten Zeile endet das Dokument. In diesem Dokument, also zwischen der Öffnung oben und der Schließung unten, sehen wir einen Body. Das ist der Rumpf des Dokuments, so sagt man auf Deutsch auch dazu. Das ist der eigentliche Kern, der Inhalt des Dokuments. Auch das wird uns bei HTML später wieder begegnen. Und auch hier sehen wir, dass dieser Body beginnt in der dritten Zeile und in der zweiten Zeile von unten endet. Da haben wir also auch wieder so ein Pärchen, eine Art Klammer, die sich um den Inhalt des Dokuments legt. Und um den Body legt sich gewissermaßen die Dokumentklammer. Wenn wir jetzt in den Body hineingucken, sehen wir in der ersten Zeile direkt danach W:P stehen und dann drei Punkte, da habe ich wie gesagt etwas gekürzt, und dann verschiedenes Zeug, das wir für den Augenblick einmal ignorieren wollen. In der nächsten Zeile steht dann unter anderem W:val gleich Heading 1. Das gibt uns vielleicht einen Hinweis darauf, dass es sich hier um eine Überschrift erster Kategorie handeln könnte. Heading, zu Deutsch Überschrift, 1 für erste Kategorie. Da könnte ja was dran sein, oder? Und dann kommt tatsächlich in der nächsten Zeile mein erstes Word-Dokument. So können wir da klar und deutlich lesen. Da steht also tatsächlich ein Stück Text aus unserem Word-Dokument, das wir ganz unten auf der Folie hier noch sehen. Das ist genau der Text der Überschrift. Und wir sehen, dass diese Wörter, mein erstes Word-Dokument, umgeben sind von einer W:T-Klammer sozusagen. Vorne das W:T, mit dem das beginnt, und hinten mit dem Schrägstrich wird das wieder beendet. Das Ganze ist noch einmal geklammert in dieses W:R. Was auch immer diese Klammern machen, interessiert uns im Augenblick einmal gar nicht. Und das wiederum ist alles Bestandteil von diesem W:P, das da über vier Zeilen geht. Die Einrückungen habe ich hier eingefügt, um die Struktur zu verdeutlichen. Das ist etwas, das wir uns auch bei der Erstellung von HTML-Seiten angewöhnen sollten und bei HTML und auch an anderen Stellen immer wieder so machen werden. Wir erkennen so, wo das W:P beginnt und wo das zugehörige W:P mit dem Schrägstrich davor dann endet. Das P, so viel kann ich hier schon mal verraten, steht für Paragraph, also einen Absatz. Das heißt, wir haben es hier augenscheinlich zu tun mit einem Absatz vom Typ Überschrift 1, Heading 1, mit dem Textinhalt mein erstes Word-Dokument. So lässt sich also anscheinend diese Notation auch für uns als Menschen zumindest ansatzweise interpretieren. Für die Maschine lässt sich dies natürlich auch interpretieren. Soll heißen, wenn Word oder ein Word-kompatibles Programm diese Datei öffnet, weisen diese Zeichenfolgen das Programm an, den entsprechenden Text als eine Überschrift zu setzen. Dann können wir uns darunter den zweiten Absatz angucken. Und so viel verstehen wir jetzt schon. Zwischen W:P und unten im Ende von W:P steht ein Absatz, der irgendwie unseren Text enthält, aber so komisch zerstückelt ist. Das liegt an diesen ganzen Formatierungen, die ich da in diesem Absatz verwende, dass ich etwas kursiv gemacht habe, dass ich etwas fett gemacht habe. Das sieht man nun sehr schön, wie die XML-Struktur dies widerspiegelt. Das will ich jetzt hier gar nicht im Detail sezieren, aber man erkennt schon, dass in diesem Dokument offenbar mit ASCII-Zeichen, die in spitze Klammern geschrieben sind, die ganzen Steuerzeichen eingebaut sind. Auf diese Weise kann nun nicht nur der Inhalt des Dokuments, sondern auch die Struktur des Dokuments beschrieben werden. Wie das Ganze dann aussehen soll, also dass die Überschrift in dieser bestimmten Schriftgröße und in Blau angezeigt werden soll, muss ebenfalls noch irgendwo festgelegt werden. Diese Dinge werden uns bei HTML wieder begegnen, dass wir uns dann in weiteren Videos noch genauer angucken wollen. Das wird erfreulicherweise sehr viel einfacher sein als das, was wir hier sehen. Diese Strukturen werden einfacher sein. Wir werden uns aber auch nur einen Bruchteil von HTML in dieser Vorlesung hier angucken. Wir haben also gerade gesehen, dass wir in einem solchen Word-Dokument einmal den Inhalt des Texts haben, aber auch andere Dinge, nämlich wie das Dokument hinterher aussieht. Wir haben beispielsweise etwas Kursives und etwas Fettes. Hier handelt es sich um eine Überschrift, hier handelt es sich um einen normalen Absatz. All das sind Dinge, die man als Auszeichnung bezeichnet, daher der Begriff Auszeichnungssprache. Wir haben hier in einer ganz bestimmten Syntax, in einer formalen Sprache, kodiert, was wie ausgezeichnet werden soll. Wir haben darüber hinaus dann noch ein Layout. Das Layout besagt, wie der normale Text und insbesondere auch die diversen Auszeichnungen letztlich aussehen sollen, also im gedruckten Dokument, auf der Folie oder wo auch immer. Beispiele dafür sind auf dieser Folie, dass die Überschrift ganz oben in einer anderen Schriftgröße und fett gesetzt ist oder dass die einzelnen Punkte in den Aufzählungen immer diese schwarzen kleinen Punkte vorne stehen haben und der Text dazu ein Stück eingerückt wird. Dass der Text dieser Folie hier zweimal nebeneinander steht, ist durchaus beabsichtigt. Links haben wir nämlich den ausgezeichneten Text meiner Folie stehen, mit Aufzählungen, mit Fettschrift beispielsweise darin, und rechts haben wir sozusagen nur den reinen Inhalt stehen. Da ist keine der Auszeichnungen vorhanden, da ist nichts fett, da sind keine Aufzählungen zu erkennen, das sind einfach nur einzelne Textzeilen, die dort hintereinander wegstehen.
Man sieht schon, dass Auszeichnungen und Layout irgendwie einen Mehrwert bringen und das Ganze lesbarer machen. Es wird alles übersichtlicher, wir erkennen besser Zusammenhänge, als wir das auf der rechten Seite können. Wir können vielleicht sogar den zur Verfügung stehenden Platz besser ausnutzen und nicht zuletzt sieht das vermutlich auch ein bisschen besser aus. Deshalb bevorzuge ich die linke Variante für meine Folien und die rechte vergessen wir gleich wieder mal ganz schnell, denn die dient hier nur zu Demonstrationszwecken, wie hässlich Dinge sein können. Und wir werden, wenn wir mit HTML anfangen, erst einmal eine Menge hässliche Dinge machen. Das kann ich euch schon einmal versprechen. Schön, machen wir später. Was leisten nun Auszeichnungssprachen? Man kann natürlich alles sozusagen miteinander verbacken, also Inhalt und Aussehen eng aneinander koppeln. Man kann aber diese Dinge auch voneinander trennen. Auf der einen Seite haben wir den Inhalt und dieser Inhalt hat natürlich immer auch eine Form. Zumindest, wenn wir ihn irgendwie externalisieren, also aufschreiben, in irgendeiner Form zu Papier bringen, in Ton drücken, in Steinmeißeln oder was auch immer. Diese Form, die für uns wahrnehmbar ist, kann man wiederum aus mindestens zwei Perspektiven betrachten. Das ist einmal, dass wir eine logische Form haben, die Struktur des Texts. Der Text hat eine Form in dem Sinn, dass er einen Aufbau hat, dass er Absätze hat, die hintereinander stehen, dass er Überschriften hat, dass er Aufzählungen enthält, alle diese Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben. Und er hat außerdem noch eine optische Form, das heißt, er hat ein Aussehen. Eine Überschrift zum Beispiel, wie in dem Word-Dokument, eben wird vielleicht größer gesetzt und sie wird in blauer Schrift gemacht. So war das in meinem Dokument eben zumindest. Fette Schrift wurde mit einer bestimmten Art von fetter Schrift gekennzeichnet. Auch generell wurde eine bestimmte Schriftart für den Text verwendet oder auch für diese Folien hier. Alles das sind Bestandteile von dem, was eben die optische Form ausmacht. Wenn wir diese Dinge voneinander trennen wollen, reden wir bei der Externalisierung des Inhalts eines Dokuments über zweierlei Aspekte, nämlich zum einen über die Struktur, wie gesagt Überschriften, Aufzählungen, was folgt auf was, und auf der anderen Seite über das Layout, also wie sehen die Dinge aus, wie werden sie präsentiert, wie werden sie dargestellt. Wenn man das sozusagen am Job festmachen möchte, wer kümmert sich eigentlich um was, dann kann man sagen, dass der Autor eigentlich erstmal nur den Text schreibt. Er erzeugt den Inhalt, so schreibt beispielsweise ein Zeitungsredakteur den Artikel, aber er sagt nicht, was wie gesetzt werden soll. Er sagt nicht, wie breit die Spalten sein sollen. Er sagt nicht, wie groß die Überschrift gesetzt werden soll. Das alles ist nicht der Job des Autors. Dafür ist jemand anders zuständig, beispielsweise ein Setzer oder ein Layouter. Das sind andere Leute, die sich um das Layout der Zeitschrift, des Plakats oder was auch immer kümmern. In unserem Fall geht es aber weniger darum, dass wir etwas an einen Layouter weitergeben, der das Ganze zu einem Druckprodukt weiterverarbeitet, sondern bei uns geht es darum, dass wir das strukturierte Dokument an ein technisches System weitergeben. Dieses technische System wird unser Webbrowser sein und der wird dafür sorgen, dass der Inhalt in einer bestimmten Form dargestellt wird. Auch darauf haben wir Einfluss. Wir haben es also nicht mit einem vollständigen Automatismus zu tun. Es gibt bestimmte Vorgaben und Voreinstellungen, wie Dinge üblicherweise aussehen, aber wir können das auch selber beeinflussen. In den nächsten Videos wird es dann zunächst darum gehen, dass wir uns den rechten Teil angucken, also wie wir den Inhalt von Texten beschreiben können, wie wir ihn strukturieren können, indem wir nicht einfach nur, wie bei dem einfachen Plaintext, ASCII-Zeichen hintereinander schreiben, sondern festlegen können, hier ist eine Überschrift, hier ist eine Aufzählung, hier soll etwas fett gemacht werden oder was auch immer. Eigentlich muss ich sogar richtigerweise sagen, hier soll etwas hervorgehoben werden, denn fette Schrift ist ja eigentlich schon eine Frage des Aussehens. Wir werden daher sagen, dass etwas hervorgehoben werden soll oder auch stark hervorgehoben. Genau das werden wir uns angucken und dabei werden wir sehr penibel sein. Penibler, als man das im Alltag meistens ist, aber wir werden hier sozusagen die reine Lehre vertreten, päpstlicher sein als der Papst. Was wir uns dazu angucken werden, womit wir uns also in den folgenden Videos beschäftigen werden, ist HTML, konkret HTML 5. Wir haben bei HTTP schon gesehen, dass sich Dinge weiterentwickeln und es daher Versionen gibt. Das ist auch bei HTML der Fall. Und hier sind wir derzeit beim Standard HTML 5, den wir uns im Folgenden vornehmen werden. Dessen Strukturen, dessen Möglichkeiten werden wir also in dieser Vorlesung betrachten. Auf der anderen Seite haben wir dann das Aussehen. Dieses beschreibt man mit CSS. Damit werden wir uns dann im Anschluss beschäftigen, nachdem wir die Grundprinzipien von HTML verstanden haben. Das Programm für die nächsten Videos sieht also wie folgt aus. Mit HTML machen wir die Struktur und das wird hässlich aussehen. Danach gucken wir uns CSS an, dann machen wir die Sachen auch noch hübsch. Naja, über hübsch kann man sich jetzt sicher streiten, aber egal. Ich habe ja einmal eine Seite gebaut, die im Grunde ein Nachbau eines etwas älteren Layouts der Webseiten der Tagesschau ist. Auch die Inhalte sind schon etwas älter, wie ihr an den Meldungen und den Datumsangaben seht. Ich habe mich da einmal großzügig bedient und von dort die Texte und Bilder übernommen. Ich hoffe, die sind mir nicht böse, dass ich etliche Jahre alte Texte und Bilder und auch das seinerzeit aktuelle Tagesschau-Hintergrundbild von ihren Webseiten hier in klein in dieses Video eingebaut habe. Wir sehen, dass diese Seite offensichtlich irgendwie gestaltet ist. Hier steht ja nicht einfach nur Text untereinander, sondern wir sehen am oberen Rand der Seite ein Banner und darunter den eigentlichen Inhalt. Wir sehen zwei Meldungen, die untereinander stehen und jeweils auf bläulichen Feldern liegen. Wir sehen innerhalb der einzelnen Meldungen eine Substruktur. Gucken wir mal die untere der beiden an. Sie hat zunächst oben ein Kopfbild, dann kommt eine Art Untertitel,
obwohl der oberhalb des eigentlichen Titels steht, würde man wohl sagen, dass dies ein Untertitel ist, dann kommt der eigentliche Titel der Meldung. Dann kommt ein kurzer Absatz, dann steht da das Wörtchen mehr, auf das man, so viel kann ich an dieser Stelle schon einmal verraten, auch wenn man das hier nicht unmittelbar sieht, klicken könnte, um von da aus zu der ausführlichen Meldung zu gelangen. Und darunter kommt noch eine kleine Aufzählung mit zwei weiteren Artikeln, die da verlinkt sind. Auch darauf könnte man klicken, um weitere Informationen zu erhalten. Alles das sehen wir also in diesem HTML-Dokument und das ist das, was wir normalerweise zu sehen bekommen, wenn wir im World Wide Web unterwegs sind. Was wir aber hier machen wollen, ist etwas anderes. Wir machen es wie Alice und gehen durch den Spiegel. Wir gehen auf die andere Seite und gucken nach, was sich dahinter befindet. Da gucken wir auf die Struktur, wie ein solches Dokument aufgebaut ist. Und das sehen wir nun rechts. Hier erkennen wir jetzt die Struktur des Dokuments, das wir auf der linken Seite haben. Wenn wir das jetzt einmal genauer angucken und auch schon mal so ein bisschen interpretieren mit den Überlegungen, die wir am Anfang dieses Videos über das Word-Dokument angestellt haben, können wir sogar schon ein paar Dinge verstehen. Da steht ganz am Anfang Doctype HTML. Das ist ein Hinweis in der Art, Achtung, jetzt kommt nicht ein XML, sondern ein HTML-Dokument. Das ist offenbar ein bisschen anders als bei dem XML-Dokument zu Beginn, aber durchaus ziemlich ähnlich. Dann sehen wir hier jetzt auch immer in den spitzen Klammern so eine Art Steuerzeichen. Wir sehen auch hier eine Klammerstruktur. HTML steht ganz oben und HTML steht ganz unten. Das heißt, das Ganze, was sich dazwischen befindet, ist also das HTML-Dokument, analog zu dem W-Doppelpunkt-Document bei dem Word-Dokument. Dann besteht dieses Dokument anscheinend aus einem Head, einem Kopf, mit dem werden wir uns noch beschäftigen, und einem Body. Den Body kennen wir auch schon von eben, da hatten wir so etwas auch. Innerhalb des Body sehen wir jetzt auch wieder einzelne Elemente, die wir jetzt alle interpretieren können. Wir erkennen zum Teil auch den Text, der links auf dem Bild zu sehen ist. Unser nächster Schritt wird nun sein, dass wir uns ein solches Dokument vornehmen. Es wird ein einfacheres Dokument sein, um erst einmal zu verstehen, wie denn die Grundstruktur eines solchen Dokuments aussieht. Damit sind wir dann schon in der Lage, einfache Dokumente dieser Art selber zu erstellen. Auf der Basis werden wir uns dann schrittweise einem solchen Dokument annähern, das wir hier sehen, und lernen, so etwas selber zu erstellen. Auch wenn das ein bisschen aussieht wie die Tagesschau-Webseite früher, ist das übrigens von mir handgeklöppelt und eine eher schlechte denn rechte Imitation, an der wir aber die Grundprinzipien der Erstellung von Webseiten gut erlernen können. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Tagesschau-Webseiten tatsächlich hinter den Kulissen aussehen oder auch irgendeine andere Webseite, könnt ihr das ganz einfach tun. Besucht die entsprechende Webseite mit eurem Webbrowser und wählt im Menüpunkt Seitenquelltext anzeigen. Falls ihr diesen nicht findet, müsst ihr einmal schauen, ob ihr den Browser in einen Entwicklermodus versetzen müsst. Im Zweifelsfall helfen euch die Suchmaschine eurer Wahl oder die Tutorinnen. Wenn ihr euch den Quelltext der echten Tagesschau-Webseite beispielsweise anschaut, werdet ihr feststellen, dass dieser häufig genauso kompliziert zu lesen ist wie das, was wir eben bei dem Word-Dokument gesehen haben. Das ist der Grund dafür, warum ich für diese Vorlesung eine vereinfachte Version gebaut habe. Denn ich möchte versuchen, das auf das Wesentliche zu reduzieren, sodass wir die entscheidenden Punkte, die wichtigen Aspekte daran für uns gut identifizieren können. Das soll es als kurze Einführung in das Thema Auszeichnungssprachen gewesen sein. Von hier aus geht es jetzt natürlich wenig überraschend damit weiter, dass wir uns als nächstes mit HTML beibringen wollen und damit werden sich die nächsten Videos beschäftigen. Tschüss, bis zum nächsten Video.